Ich begrüße zur Folge Xenoblade Chronicles 2. Im letzten Part haben wir alle 8 Superbosse besiegt. Dazu möchte ich auch gleich nochmal was sagen, aber egal, das wird gleich erst wichtig. Heute möchte ich die fehlenden Plate Quests angehen, beziehungsweise eben die DLC Plate Quests, weil die ganz normalen haben wir ja schon gemacht. Und ja, ich habe mir rausgesucht, wo, welche, wann, was, wie sind, welches es alle gibt und so, was wir da machen können, Schönes. Und ich habe mir voll die geile Strategie ausgedacht, wie wir das alles machen. Und zwar werde ich das so machen, dass wir jetzt die Mission machen. Und ich habe im letzten Part schon mal, oder einer letzten Part schon mal gesagt, dass manche dieser Missionen auch so ein paar Söldneraufträge und sowas zwischendurch drinne haben werden. Und um halt da die Zeit zu überbrücken, werden wir da in der Zeit, wo wir den machen, ein paar besondere Monster jagen. Und zwar gibt es noch einige, da wurden mir auch ein paar in die Kommentare geschrieben und so. Wir haben noch lange nicht alle im Spiel gesehen im Let's Play. Und da werde ich eben so zwischenschieben quasi, während die Söldneraufträge laufen, wie wir die, ja, Bosse besiegen quasi. Das ist, denke ich, mal ganz praktisch. Da zeige ich auch ein bisschen mehr vom Spiel und nutze eben die Zeit ganz gut. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mit der Quest an, wo wir Elektra, Zenobia und Terrald brauchen. Ich will wieder mit Rex spielen, by the way. Moment, das will ich kurz umstellen. Rex, so. Ich denke mal, es ist egal, wer die Klingen hatte. Ich hoffe es zumindest. Deswegen packe ich die bei Sieg rein, weil er eh gerade nicht drin ist. Und das sind ja auch alles seine Klingen. Fällt mir gerade mal so auf. Okay, Zenobia muss ich ja bei Rex reinpacken, weil. Okay, ich könnte Bandoria rausnehmen, aber ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. So, Elektra und Terrald bekommst du. Und du bekommst dann Zenobia kurz. Wenn ich sie finde. Da. Ja. Gut, und dann bekommst du wieder sie rein. Ja, und das passt. Halt, Morag braucht noch irgendwen Sinnvolles. Auch wenn sie gerade eh nicht mitkämpft, egal. Hauptsache, der hat schon mal irgendwen, der ein bisschen sinnvoller ist, sag ich mal. So. Genau, Elektra. So, ich habe mir die englischen Namen nur rausgeschrieben, wo die Mission starten. Aber das sollte hier an dem Hafen sein. So, gucken wir mal. Es gibt ein paar Klingenquests noch. Ja, haben wir schon eine gemacht mit Cassandra, Cora und Shiba war das doch, glaube ich. Aber jetzt, bevor ich die Mission starte, will ich noch ganz kurz das ansprechen zu den Superbossen. Und zwar, das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, habe ich mich ja gewundert, hä, warum sind die alle so einfach? Warum besiege ich die so schnell? Die können ja alle gar nichts, obwohl ich voll Angst vor den. Oh, hier unten ist eine Truhe. Cool. Obwohl ich voll Angst vor denen hatte und so. Und vor allem bei einem wurde schon gesagt, boah, der soll voll krass sein. Ich denke mir so, ja, die sind ja gar nicht so stark. Das Ding ist, ich hatte den Schwierigkeitsgrad noch von den Challenge-Mode-Kämpfen auf Anpassen. Das ist mir ein bisschen peinlich. Ich gebe es zu, aber ja, deswegen waren die so einfach. Ich hoffe mal, das stört euch nicht. Ich habe die halt auf auf Anpassen noch gehabt. Ich werde die jetzt auch nicht nochmal im Let's Play auf Normal zeigen. Ich werde sie wahrscheinlich offscreen nochmal auf Normal besiegen. Einfach so für mein Gewissen quasi. Aber im Let's Play habe ich sie jetzt einmal gezeigt und gut ist. Und ja, deswegen. Egal. Starten wir jetzt hier bei Siphon oder so ähnlich die Mission. Hallo, was ist dein Problem? Hallo, die Damen. Ah, das brauchen wir auf Stufe 5. Okay. Sehr gut, dass wir das so haben. Ja, die sehen alle ein bisschen stark aus. Und dann ist er Elektra. Ja, hi. Wow, aus der Nähe seht ihr sogar noch stärker aus. Klar tun wir das. Wir sind ja auch. Moment, ich auch? Ich sehe auch stark aus? Nun ja, du siehst eher niedlich aus. Auf besonders starke Weise. Hey, danke. Schön, dass wir das geklärt hätten, aber wieso hast du uns angesprochen? Willst du was Bestimmtes? Ja, allerdings, es ist nämlich so, die leftirischen Inseln sind seit einiger Zeit sehr unsicher geworden.
Ein unbeschreiblich bösartiges Monster namens Vincent der Meere hat sich auf dem Mercuribe Island niedergelassen. Selbst die Titanenschiffe sind nicht sicher vor diesem Ungetüm. Allein diesen Monat hat er schon 3 davon ins Wolkenmeer versenkt. Das ist echt furchtbar. Tja, und da kämt ihr ins Spiel. Ihr seht aus, als könntet ihr mit starken Monstern fertig werden. Deswegen wollte ich euch fragen, ob... Moment, Elektra, sieht aus, als könnten sie mit starken Monstern fertig werden. Ich habe irgendwie das Lesen verlernt, tut mir leid. Moment, Elektra sieht aus, als könnte sie mit starken Monstern fertig werden. Nun ja, sie könnte sie zu Tode knuddeln. Genau, das ist perfekt, das wird sie machen. Naja, jedenfalls, wir haben schon viele Meister losgeschickt, aber bisher da ohne Erfolg. Dieses Monster ist einfach zu stark. Darum würden wir auch denjenigen, die es besiegen, einen hohen Preis zahlen. Was meint ihr? Wäre es etwas für euch? Also, ich hätte Lust. Los, machen wir dieses Biest Platz. Keine Sorge, wir kümmern uns darum. Das wollte ich hören. Ich folge dem Befehl meines Meisters. Ein bisschen Angst habe ich ja doch, aber wir werden das Kind schon schaukeln. Ich danke euch. Wie ich vorhin sagte, dieser Vincent der Meere ist auf dem Mercuribe Island zu finden. Kommt bitte wohlbehalten zurück. Kein Problem. Mercuribes Ungeheuer. Okay. Ja, gerne. Das hat scheinbar beziehungsweise noch nicht etwas mit Söldneraufträgen zu tun. Aber was noch nicht ist, kann ja noch kommen. So, mal gucken, wie stark das Vieh überhaupt ist. Ich weiß auch, dass es einige starke DLC-Monster noch geben soll. Ich habe jetzt auch den Schwierigkeitsgrad wieder umgestellt. Das heißt, falls jetzt hier gleich ein starkes Monster kommt, kann es uns auch seine volle Stärke zeigen und ist nicht so schwach. Also schwach in Anführungszeichen, wie die Superboss, aber eigentlich sind die ja nicht schwach. Aber egal, ihr wisst, ich war ein bisschen dumm. Es tut mir voll leid, ganz ehrlich, aber egal. Soll ich die wenigstens alle in einem Part zeigen können? Ja, Stufe 81. Okay, das könnte spannend sein. Und direkt erstmal im Meisterfeld, das ist toll. Ich liebe dich. Wundervoll. Oh Mann, ey. So, direkt mal ein bisschen Eisstaub hier. Okay, was machen wir jetzt Schönes? Bisschen... Hey, ich habe auf Praxis gedrückt. Also ich glaube, mein Controller hat mittlerweile so ein kleines Problem, dass er irgendwie immer den Falschen auswählt. Beziehungsweise wahrscheinlich liegt es daran, dass ich so ein bisschen halt nicht wirklich das Steuerkreuz direkt nach unten gedrückt habe, sondern so ein bisschen... Der ist echt böse, kann das sein? Sondern so ein bisschen auch oben erwischt habe und das wahrscheinlich danach nach rechts erkannt hat irgendwie. So, keine Ahnung. Kann sein, ich weiß es nicht. Aber egal. Was soll's. Passt auch so. So, es war halt bloß nicht toll. Toll, das hat sehr gut geklappt auf jeden Fall. Ey, du bist echt nervig mit deinem Meister, Fantasy-Gear, weißt du das eigentlich? Du bist halt wirklich ziemlich nervig, mein Freund. Du bist echt ziemlich nervig. Ja, jetzt haben wir hier ein paar stärkere Kämpfer auf jeden Fall. Der ist definitiv momentan, nicht unbedingt schwerer, aber auf jeden Fall härter als... Also von dem Leben her, als die Superbosse auf Anpassen. Ach, ich meine, es tut mir wirklich leid, dass ich die jetzt nicht in ihrer vollen Stärke gezeigt habe, quasi. Aber ist ja auch egal. Ich denke, man kann sich vorstellen, dass die eigentlich viel stärker sind. Und dass das meine eigene Dummheit war. Ach, Mann. Aber wie gesagt, ich finde halt, die jetzt nochmal zu zeigen, wäre einfach... sinnlos, ganz ehrlich. Ich meine, wir haben sie jetzt einmal im Let's Play gesehen und die nochmal zu zeigen wäre halt volle Zeitverschwendung irgendwie. So, also jetzt im Let's Play, weil ich, wie gesagt, ich will das Projekt halt irgendwann mal auch abschließen und ja, da wäre es halt ganz gut,
wenn es auch irgendwann abgeschlossen wäre. Und ich werde noch definitiv die Mission machen. Oh, du bist so böse. Ich hasse dich so sehr. Jetzt gab es bestimmt wieder nicht. Doch, ha! Oh, perfekt, noch ganz knapp hingekriegt. Ja, ich will das halt noch irgendwie hinkriegen, das langsam abzuschließen. Und, ja. Da wäre es ja ganz gut, wenn wir das wirklich mal abschließen, wie gesagt. Ey, du bist so nervig mit deinem dämlichen Meisterfantasie-Game. Weißt du das eigentlich? Du bist so unfassbar nervig. Boah, wie sehr ich dich hasse, Vincent. So. Wäre mal voll super, wenn Tora eventuell zu Poppy gehen würde, wegen Erde und so. Bei Wind habe ich euch jetzt halt schon drauf, deswegen nochmal Wind ist Dankeschön, eventuell nicht so sinnvoll. Eat this! So. Wundervoll. Naja, der ganze Kampf hier läuft auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen länger hier. Länger als hier sowas kommt wahrscheinlich. Ich kann mich ja wirklich nur tausendmal entschuldigen für diesen dummen Fehler. Aber ich hatte da wirklich null dran gedacht, wegen den Kämpfen in den Challenge-Modus hier umzuschalten. Das habe ich ja wirklich voll verdrängt quasi. Dass das eventuell noch falsch eingestellt sein könnte, sag ich mal. Aber egal. So, Mithra. Wir wollen ein bisschen Licht draufpacken noch. Und haben wieder ein Meisterfeldersiegel. Oh Mann, ey. Ja, das ist wahr. We can do it. Aber bisher ist der Gegner halt nicht wirklich schwer. Er ist nur ein bisschen zäh. Das kann ich auf jeden Fall festhalten. Er ist zäh und nervig. Oh, du mit deinem Meisterfesselsiegel. Vor allem deswegen ist er zäh und nervig. Vor allem deswegen. Dummes Mistvieh. Taste my power. So. Dann wird's Zeit für eine Gruppenattacke, würde ich sagen. Dann wird Zeit für eine Gruppenattacke. So, wir haben Feuer, was wir brechen können, auf jeden Fall in der ersten Runde. Das ist voll okay. Dann machen wir das direkt mal, würde ich sagen. Und Tora kann dann schon mal Wasser anbrechen. Weil das dann Nia gleich fertig machen kann. So, nächste Runde. Du kannst gar nichts mehr machen, deswegen mach ich mal Mithra. Genau. Just let Mithra handle it. So, du brichst Stein an, okay. Das könnte ich auch sogar fertig brechen. Aber nee, Nia macht bitte Wasser. So. Gibt sogar ordentliche Heilung. Und du brichst dann schon mal Eis an. Perfekt. So. Sehr schön. Nächste Runde. Dann holen wir mal Zenobia mit rein. So. Und brechen sogar Wind schon. Dann mache ich mit Nia einfach Trauma, dass halt nicht Erde angebrochen wird für die Rundenerweiterung. Also fertig gebrochen wird, sage ich mal. So, und wehe, du brichst jetzt Erde. Ich wusste es. Aber egal, ja, stirbt so oder so, egal wie viele Runden ich jetzt brauche. Mithra. Oh, das war so früh, ups. So, Korra. Haben wir jetzt noch gar nicht gesehen in der Runde, deswegen nicht mehr sie. Und Cutie Pie. Sehr schön.
So, und jetzt kommt gleich der volle Bruch. Und das werden wir jetzt umbringen. Double Spinning Edge. Ach ja, wundervoll. Wundervoll. Den haben wir sehr schön auseinandergenommen. Würde ich sagen. Auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Haha, das hat Spaß gemacht. Also ich könnte eine Pause gebrauchen. Herr Reich, wie sieht's bei dir aus? Alles in Ordnung. Wir sollten uns allerdings nicht zu früh freuen. Ihr seht nur. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Was warst du denn hier? Oho, na jetzt wird's spannend. Das eine Monster gerade war schon schlimm genug. Und jetzt sollen wir drei weitere verdreschen? Kein Problem. Ich muss nur meine wahre Macht entfesseln. My power. My power. Meine Kraft. Herald, nein! Now it's my time. So, ja, das kann hier blablabla, weggemacht werden, wegübersprungen werden. Wegübersprungen. Meine Kraft wäre fast außer Kontrolle geraten, doch jetzt. Elektra, warst du das? Naja, ich dachte mir, ich sollte vielleicht lieber was unternehmen. Interessant, ich glaube, ich könnte viel effektiver kämpfen, wenn du meine Kräfte regulierst. Das ist doch meine Idee. Meister, können Herald und ich uns gemeinsam um einzelne Monster kümmern? Alles okay. Kein Grund zur Sorge, wir suchen uns noch ein paar andere Klingen zur Unterstützung. Wenn Elektra und Herald sich um eins dieser Biester kümmern, sollte ich mir auch eins vornehmen. Damit bleibt jetzt ein Biest für dich übrig, Meister. Okay. Andererseits könnten wir uns natürlich auch gemeinsam auf alle drei gleichzeitig stürzen. Es könnte richtig lustig werden, aber die Entscheidung liegt bei dir, Meister. Söldneraufträge oder Frontalangriff. Wenn das irgendwie funktioniert, dann Frontalangriff. Ich habe keinen Bock auf Söldneraufträge. Vielleicht sollten wir erst nochmal zum Richardhafen zurückkehren und das Ganze in aller Ruhe besprechen. Ja, okay. Lassen wir die Monster hier weiter umherstreunern. Oh, jetzt bin ich nochmal. Bin ich jetzt selbst? Okay. Das Spiel hat mich einfach zurückgeschickt oder was? Dankeschön. Das ist lieb von dir, Spiel. Ich kann ja erstmal gucken, wie lang die Söldneraufträge überhaupt sind. Vielleicht mache ich die ja doch, wenn sie halt nicht so lange dauern. Mal gucken. So, Left hier, ein neuer Auftrag. Bla bla bla. Tringenwurmjagd. Das ist auch. Nee. Chorunterstützung. Nur für. Hier, Elektrostärke, 20 Minuten. Oh Gott. Oh Gott. 20 Minuten. Ich weiß nicht. Würde das denn im Frontalangriff funktionieren? Wäre das so... Ich weiß halt nicht, wie stark die sind. Ich glaube, ich putze mich da mal hin und guck mal, wie stark die sind erstmal. Und dann entscheide ich, hey, können wir die schaffen? Oder, hey, würden die uns sofort in der Luft zerfetzen? Ich weiß es halt nicht. Vor allem, wenn es halt drei sind. Das ist das Problem. Ach, Vincent ist ja da, okay. Ich weiß nicht. Ja. Ach komm. Wir probieren zumindest mal. Ja, das fängt direkt super an. Ich habe jetzt schon gehabt, mal zu probieren, ganz ehrlich. Der nimmt ja kaum Schaden. Ich glaube, okay, komm, wir machen das einfach mit Söldneraufträgen und gut ist. Komm, nee. Das tue ich mir, glaube ich, nicht an. Ja, super. Das tue ich mir, glaube ich, nicht an. Ach, ich darf hier nicht weg, oder was? Cool. Ist einfach alles abgesperrt, super. Ich wollte jetzt fliehen, aber ich darf eigentlich nicht mehr fliehen. Dankeschön, Spiel.
Oh Gott, please. Dann greif halt an. Oder auch nicht. Ja, okay, machen wir es mit seltenen Aufträgen. Dann können wir uns ja ein bisschen um die wundervollen, besondere Monster kümmern. So, ich mach mal ganz kurz hier, Lefteria. Also, Elektra-Strategie, da brauche ich auf jeden Fall Elektra drin, das ist klar, denke ich mal. So. Gesamtstärke 45 plus und Amoklauf. Und wo ist denn Herald? Da. Ja, aber es gibt keine Spezialtalente. Das heißt, die dauert definitiv 20 Minuten oder was. Ich kann ja jetzt noch irgendwelche random Klingen mitnehmen, klar. Ich werde einfach mal hier irgendwelche auf, dass die halt so ein bisschen ihre Punkte da bekommen, sag ich mal. Aber prinzipiell kann ich die nicht verkürzen, die Mission oder was. Scheinbar zumindest. Okay, meinetwegen. Meinetwegen, halt auch Zenobia-Strategie. Ja, okay. Hä, wo ist Zenobia, wenn ich blind? Ja, bin ich. So. Ja, wir nehmen jetzt unbedingt ja mit. Und let's go. So, das heißt, es dauert jetzt 20 Minuten. Toll. Okay. Dann kümmern wir uns mal um das erste Monster. So. Also, alte Fabrik, da wo ich gegen Rosa gekämpft habe. Das ist halt auch spannend. Ich habe keine Ahnung mehr, wo das genau war, wo ich gegen Rosa gekämpft habe. Kommt mal. Das war der Raum hier, oder? Weiß es nicht. Was muss so gewesen sein? Das sieht zumindest so auf der Karte nach Bossraum aus. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist zu lange her. Ah, müssen wir mal gucken. So. Ist hier irgendwas? Irgendein böses Monster? Ich weiß es nicht. Wenn nicht, suche ich mal. Weil hier hinten war dann das, wo wir gegen Mika und Patrocha gekämpft haben, war es doch, glaube ich. Die dann hier mit ihrem Schiff geflohen sind. Also, das erste Mal, wo wir Fandanoran getroffen haben, beziehungsweise ja eigentlich Haze. Ja, deswegen dachte ich, dass wir hier eventuell gegen Rosa gekämpft hätten. Das war auf jeden Fall der Raum, wo damals die ganze Sache mit Peruns Quest auch abging. Hier sind auf jeden Fall einige harte Triver unterwegs. Das wissen wir auch schon von Peruns Quest. Sind die Turnier abgesperrt? Ja, sind sie. Nerv nicht. Und stirb einfach. Oh, mir fehlt eine Klinge, sehe ich gerade. Stimmt, ich habe Elektra Dings rausgenommen. Zenobia. Ja, muss ich mich vielleicht drum kümmern, irgendwie was reinzunehmen oder so. Ach ja. Vogelmeister. Du hast doch einen Vogel. Hahaha, da wird es weiß. Now Lights. Ja, ich hab grad keine Dunkelheitsdinger drin. Könnte ich mir eher mit reinholen, weil ich sie auch ein bisschen stärken sollte für ihren Harmonieringer und so. Dass ich nicht alles mit Dings machen muss. Mit den Trank. Liebestrank. So, und tschüss. Ach Gott. Okay, ja, nehme ich mir Emma mit rein. Ich glaube, ich suche jetzt mal offscreen den Ort, wo ich gegen Dings gekämpft habe.
Weil ich weiß jetzt gerade wirklich nicht mehr, wo das war. Und dann sehen wir uns gleich da wieder. Oh, wobei, wir können auch noch andere Sachen machen. Es gibt auch noch so Sachen. Ich habe im letzten Part gefragt, als wir gegen Aufhänger gekämpft haben. Zum Beispiel. Was das mit dem Datenterminal von Aufhören auf sich hat. Das fungiert quasi. Oh, das fungiert quasi als Schlüssel in einem Raum im Weltenbaum. Das könnten wir halt auch noch mitmachen, eventuell. Jetzt direkt. Dass wir uns da angucken, wo genau das ist. Und da einen schönen Schatz quasi bekommen. Den Loot von Aufhören im Prinzip. Ja, Aufhören ist scheinbar auch relativ stark eigentlich gewesen, wenn ich ihn nicht auf Anpassung gespielt hätte. Ja, auch, das habe ich auch schon sehr, sehr früh mal gelesen. Zum Beispiel der Meister, der Stufe 100 Meister in Morifar, dass der saustark sein soll. Und deswegen habe ich den letzten Pater als erstes genommen. Weil ich mir dachte, okay, komm, machen wir den schwersten direkt zu Beginn quasi, oder ich weiß nicht, ob er wirklich der schwerste ist, aber auf jeden Fall einen, von dem ich wusste, dass er ziemlich stark ist, direkt als ersten, und, dass er schon mal weg ist quasi, und ich habe mich halt innerlich voll gewundert, warum zum Teufel ist der jetzt so schwach. Mir wurde von vielen Seiten gesagt, hey, der soll saustark sein und so, habe ich schon mehrmals gelesen im Internet. Und dann bekämpfe ich den, habe ihn nach einer Minute gefühlt down und ich mache dem voll viel Schaden und ich denke mir so, hey, was ist hier gerade los? Aber ja klar, wenn ich ihn auf Anpassung spiele, ist das auch klar. Ach man, ich habe mir das, glaube ich, vor Ewigkeit einfach vorwerfen, dass ich die ganzen Superbosse im Let's Play nur auf Anpassung gespielt habe. Aber egal. Was soll's. So, okay, ja komm, machen wir das mal im Weltenbaum erstmal, wenn wir jetzt schon mal hier gerade nicht wissen, wo genau das ist. Ich weiß gerade nicht, wo genau das ist, ich weiß nur, das war da, wo ich das Wasser abgelassen habe, stand in den Kommentaren, aber als ob ich noch weiß, wo ich das Wasser abgelassen habe damals. Es war auf jeden Fall in diesen Raum hier rein, glaube ich, das Wasser, oder? Das ging da in diesen Raum rein. Ich weiß es noch nicht mehr. Ist viel zu lang her. Also hier hinten war der Raum für Arenin. Glaube ich zumindest, dass der war. Wo habe ich denn das Wasser abgelassen? Mizza Aufzug 20. Also ihr merkt, ich habe mich sehr, sehr gut darauf vorbereitet. Auf die ganze Sache hier. Also ich bin wirklich top vorbereitet auf den ganzen Part. Ich weiß perfekt, wo die ganzen besonderen Gegner sind, die ich besiegen wollte. Und ich weiß auch genau, wo sowas zum Beispiel ist. Sachen, die ich zeigen wollte mit den Datenterminal und so. Der bringt mich nach unten, oder was? Ne, nach oben. Ich glaube, ich suche das auch mal offscreen irgendwann und mache das irgendwie mal zu Beginn von einem Part oder so. Ich schaue einfach in meinem Let's Play nach, wo ich das Wasser runtergelassen habe. Ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Ach, meine Beine ist das gar nicht mal so lange her, aber... Ich weiß noch, hey, es ist passiert auf jeden Fall. Ich habe es definitiv gemacht. So viel ist klar. Aber ich weiß halt nicht mehr wann, wie, wo und warum. Was? Oh. Bist du ein besonderes Monster oder was? Ja, muss ja, wenn Elmar Senior spielt. Uncontrollable. Okay, meinetwegen, guck mal, haben wir sogar jetzt noch spontan hier ein besonderes Monster gefunden. Ist doch voll okay. Lohnt sich zu zeigen auf jeden Fall. So. Aber was heißt lohnt sich zu zeigen? Hauptsache ich zeig noch irgendwas Cooles, wie zum Beispiel bei einem besonderes Monster hier. Defekter Red Cliff oder was auch immer. Oh Mann. Bend to my will.
Der ist zwar nicht super stark oder so, aber ist mir doch egal. Hauptsache irgendein besonderes Monster, das ich zeigen kann. Und wir hören sogar die richtig geile Stelle von der Controllable. Sehr schön. Ach ja. Wir nehmen ein bisschen Elmer, würde ich sagen. Sie kämpfen mit Katanas. Deswegen mag ich ihren Kampfstil auch ziemlich gern hier. So. Aber er ist gleich leider schon down, der Gegner. Was soll's. Dries, I'm off this. Und tschüss. Übersprudel, muss ich den für ihr Dings besiegen? Wenn ja, wäre es voll perfekt. Erstmal einen Gegner besiegt für ihr Harmoniediagramm. Oder war das einfach nur jetzt, weil ich irgendeinen Gegner besiegt habe? Ich weiß es nicht. Seelenfresserin Frane Morifa. Das ist doch bestimmt auch einer von denen, den ich für Zenobia besiegen musste, oder? Ach, man, hätte ich das mal alles gemacht mit Dings. In den ganzen Klingen. Meinetwegen hier auch der eine für sie. Hätte ich hier schon die Gegner besiegt, wäre auch das hier schon aufgegangen. Pion, den verworrenen Lefteria. Die habe ich ja auf jeden Fall auch mit Zenobia besiegt. Aber warum hat sie dann das Ding nicht bekommen? War Rex da gar nicht drin, ne? Als ich das gemacht habe, vielleicht liegt es daran. Ich weiß es nicht genau. Wenn ich jetzt auch wüsste, wo der war. Ah, oh, das könnte ich sogar noch... War das nicht sogar hier direkt? Nee, oder? Das könnte ich sogar auf die Reihe bekommen. War das hier? Ich weiß noch ein bisschen, wie die Stelle aussah, aber der Kraftstein stand. War das hier? Ich bin mir gerade nicht mal sicher. Oh Gott. Nee, auf dem Ding war es, glaube ich, nicht. Bist du da oben im besonderen Gegner eventuell? Nee, auf der Insel war das zu 90% nicht. Nee, das war schon auf der anderen gewesen sein, glaube ich. Oder war der hier? Ich weiß es doch nicht mehr. Man könnte jetzt meinen, hey, das ist doch eigentlich gar nicht lange her, warum weißt du das nicht mehr? Ja, das Ding ist halt, ich habe halt immer eine Woche auf eine Pause zwischen den ganzen Parts. Das muss man bedenken. Deswegen ist das nicht mehr so ganz frisch. Ja, wir können auch noch die ganzen, die Gorillusse in Gormont machen, die besonderen Gegner. Den einen habe ich ja mal offscreen so nebenbei besiegt gehabt. Als der mich angegriffen hat, dachte ich mir so, okay, warum nicht, besiege ich den mal. Aber da weiß ich gerade gar nicht, wo der Grabstein von dem war. Nee, das ist doch auf der Insel hier, oder? Der Pion. Ich meine, wo ich gerade schon mal dabei bin... Kann ich den suchen? Oh, nee, das war nicht hier. Ach man, ich weiß auch nicht mehr. Ich habe gerade auch voll im Kopf, wie der Ort aussah, so in etwa. Aber ich weiß nicht mal, welche Insel das war. Oder wo der Pion vorhanden war. Du da warst... Nee, du warst nicht Pion. Du warst niemals Pion. Du warst irgendwas anderes. Da bin ich mir gerade zu 90% sicher. Ja, genau. Das ist... Genie, die Abstauberin. Du bist nicht Pion. Pion ist ganz woanders. Ja, er muss auf der Insel gewesen sein. Oder auf der oben. Ich weiß es doch nicht mehr. Ach ja, wisst ihr noch, wo ich gerade gesagt habe, hey, wir können jetzt ein paar neue besondere Monster machen. Ich suche mal jetzt die alten. Ach Mann. Nee, das war ja auf der... Ich weiß es doch nicht mehr. Ich weiß noch voll, der Grabstein war an so einem... Ort. Ja, an einem Ort war ja. Wer hätte das nur gedacht, dass er an einem Ort ist. Also, das ist ja echt... Boah. Unglaublich. Der war da von Polly, der Grabstein. War, hieß die Polly? Ich glaube schon, Polly müsste die hießen haben. Genau, Polly des Magnen, das ist nicht Pion. Dann war er nicht auf der Insel, der gute Pion. Dann muss er ja oben gewesen sein.
Das könnte sogar so von der Lokalisierung her passen. Nee. Nee, oder? Ich weiß noch nicht mehr. Egal. Dann ist es aber nicht so wichtig gerade. Nee, auf der Insel war es auch nicht. Okay, gut, dann machen wir jetzt was anderes, bevor ich mich jetzt hier dumm dämlich suche und gar nichts verschaffe. An sinnvollen Sachen. Ich sehe auch gerade schon, wie die Zeit wieder rennt in meiner Aufnahme. Richtig gut auf jeden Fall. Da ist eine Truhe. Da vorne ist ein... Nee, das ist ja... Das ist ja auch nicht, oder? Ist er das? Ich weiß es doch gerade nicht mehr. Bist du Pion? Nee, der war, glaube ich, auf einer Insel, wo es so ein bisschen grün war. Der war, glaube ich... Nee, es ist der nicht, es ist der nicht. Nee, genau. Okay, dann vergesst es. Ich bin einfach komplett ungeplant in diesem Part. Das ist schrecklich. Was wollte ich jetzt machen? Wir wollten nach, genau, wir wollten nach Gormod für die Gorillos. So, Moment, wo war denn der Grabstein für den einen? Das wurde mir mal in die Kommentare geschrieben, aber ich bin wieder voll. Doof gerade. War der hier näher? Ach Leute, ich kann mir doch sowas nicht merken. Ich habe halt so auf sowas in Bezug ein voll schlechtes Gedächtnis irgendwie. Prinzipiell eigentlich nicht unbedingt, aber bei sowas, so mein Ortsgedächtnis, sag ich mal, ist halt wirklich furchtbar. So. Wo war denn das? Das war nicht hier, oder? Nee. Aber der andere muss doch auch irgendwo rumrennen, der andere. Gorillos. Ach, weißt du was, wenn du mich gerade schon hier angreifst, Stufe 92, dann machen wir das jetzt mal. Komm. Hau raus. Hau raus, mein Freund. Hau raus. Du bist zwar kein besonderer Gegner, aber du kannst ja nix. Du kannst ja nix. Ey, das ist ja peinlich, deine Stärke hier. Ey, sorry, aber nee, das geht gar nicht. Das ist wirklich peinlich, mein Freund. Also, nee. Da habe ich definitiv schon Besseres gesehen. Das ist wirklich peinlich. Lieber Nidos. Oh, Mann. Und Drax ist ja am Boden und schläft eine Runde. Ja, würde ich auch machen, wenn ich so ein riesiger Dinosaurier angreift. Erstmal eine Runde schlafen. Das ist eine richtig gute Idee. Der würde ich bestimmt nicht auffressen. Der würde niemals auf die Idee kommen, mich aufzufressen. Taste the pain. So, Elmar, hilf schon mal ein bisschen mit hier. Warum denn nicht? Oh Mann, ey. Ach ja, schwang. Okay, am Junge, ich kann so umwerfen. So, sehr schön. Jetzt schleudert er das schön. Ja, ist ja wirklich. Der kann nichts. Und ich habe den Schwierigkeitsgrad, wie gesagt, umgestellt. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich es wieder zu leicht eingestellt habe. Der kann einfach wirklich nichts. So, dann hauen wir raus ein bisschen Praxis. Oh Gott. Jetzt stampft er auf mir rum. Der kann halt nichts. Ja, boom, tot. Kannst du aufstehen, Rex? Ja, sehr schön. Wenn man den Gegner unterschätzt. Aber komm, das ist sowas auch nicht so krass, ganz ehrlich.
Wow. Ich sag, er würde nicht so große Töne spucken, ganz ehrlich. Strongholds. So. Dann hilf du mal ein bisschen aus, Aimer. Ach ja, das ist schön. Und Gravitation meinetwegen. Sehr schön. Und tschüss. Ja, wundervoll. Habe ich den auch mal besiegt. Auch wenn es kein besonderer Gegner ist. Hauptsache zeigt, sage ich mal. Ja. Jetzt wäre es halt noch schön, wenn ich den fetten, dunkelblauen Grillus sehen würde. Irgendwo. Ah, wo schlief der nochmal? Ach ja. Irgendwas wollte mich da gerade angreifen und beißen oder so. Zumindest das Geräusch ist gerade gesagt. Also ihr merkt, wie gesagt, mein Ortsgedächtnis ist nicht das Beste. Auf jeden Fall. Das habe ich auch niemals behauptet. Vor allem eben hier in Gourmet. Also Gourmet ist wirklich für mich so ein von der Orientierung her grauenhafter Ort. So, die sind schon mal zurück. Guck mal, dann können wir gleich die Quest weitermachen. Ich will nochmal ganz kurz hier ein bisschen rumlaufen. Ja, es war nicht hier. Oder war das nicht irgendwo? Nee, ich krieg's halt eben nicht zusammen, wo das war. Champion Material. Nee, ich krieg's halt echt nicht mehr zusammen, wo das war. Irgendwann wusste ich das mal, aber. Nee, vor allem, ich weiß gerade voll, wie der Ort aussah, wo das war, aber. Ich weiß halt von der Orientierung her nicht, wie ich da hinkomme. Oh, hier war das nicht in der Richtung. Egal, dann Söldneraufträge und weiter mit der Mission. Wir haben jetzt schon 42 Minuten. Oh Mann, ey. Herald war sowas von stark. Das ist sehr schön, Herald. Direkt 1000 Sachen. Ja, auf jeden Fall. Liebe Elektra, du bist sehr viel Spark hier. Oh, jetzt werfen die Klingen wieder. Bla 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 bla. Nerv mich nicht, Mio. Desiree, der Lande. Okay. Und jetzt müssen wir noch einen wegkloppen, oder was? Ja, meinetwegen. Können wir hinkriegen. Kongio. Ist ja auch witzig, die ganzen normalen Klingen haben ihre japanischen Ursprungsnamen behalten und die Rare Blades wurden ja alle umbenannt, beziehungsweise fast alle Charaktere wurden umbenannt. Also jetzt auch die Hauptcharaktere und so. Nicht alle, aber viele. Finde ich aber wieder interessant so. Also, ich hatte nichts dagegen, weil so japanische Namen und sowas, ist in vielen Fällen nicht so meins, sage ich mal. Ohne es jetzt böse zu meinen oder so. Aber ich finde es halt schon schön, dass man die Namen irgendwie halt so ein bisschen, eingeenglischt hat. Nicht eingedeutscht, eingeenglischt, ja. Und halt nicht die gleichen Namen, wie man Japanisch genommen hat, weil das halt wirklich Teile zu Namen sind, die ich mir auch nicht so gut merken kann, sag ich mal. So, wo denn der Lüfte fehlt noch als einziger? Den kriegen wir hoffentlich hin. Ja, guck mal, der nimmt auch viel schneller Schaden direkt und so. Den sollten wir hinkriegen.
Ja, und bei den normalen Plates ist es ja prinzipiell auch irgendwo egal, sage ich mal, ob die jetzt irgendwie ganz komisch japanisch heißen. Also, was heißt komisch? Ich will, wie gesagt, die japanischen Namen nicht irgendwie runterwerten oder so, aber ihr wisst, wie ich das meine. Das ist jetzt nicht böse gemeint oder so, aber ja. Da man den Namen im Prinzip eh nicht merkt, ist mir das eigentlich egal. Also, außer sowas wie Mochi merke ich mir, weil es eben meine allererste Klinge war, die ich damals gezogen habe. Und, ja, deswegen auch irgendwo so ein bisschen von den normalen Klingen einen besonderen Platz in meinem Herzen eben hat. Sag ich mal. Auch wenn das eventuell dumm klingt, weil es eben nur eine normale Klinge ist, aber egal. So. Jetzt versuchen wir das Vieh noch wegzuhauen irgendwie. Und gut ist. Ach ja, wundervoll. Ja, Escape is impossible auf jeden Fall, das ist klar, aber wir wollen nicht Escape, wir wollen das Vieh jetzt besiegen. Um die Mission zu beenden. So. It's time to shine. Und Drake ist weggeworfen, sehr schön. Oh Mann. Breaky, breaky. Gut, dann knall mit einem Lichtstrahl rein, würde ich sagen, und mir kann ich einen Himmelsschlag machen. So, Himmelsschlag. Und dann sollte eigentlich eine Kurbelattacke doch reichen, oder? Ja, der ist weg. Mach jetzt einfach, los. Ich habe sogar schon 3 Elemente drauf. Ich dachte, ich will nur 2. So. Das war vielleicht nicht so toll, was ich gemacht habe, ganz ehrlich. Egal. Sehr schön. And another one. Go for it. Und tschüss. Sehr schön. Das ist prinzipiell jetzt auch eigentlich egal, ob ich die Gruppenattacke fortführe oder nicht. Aber egal, warum nicht. So. Sehr schön. Und dann haben wir noch eine schöne. Na komm, wir machen nochmal Elmar hier. Wir machen nochmal Elmar. Machen wir voll die den Elmar Showcase hier. Wundervoll. Und Poppy Cutie Pie. Diese Heilungszahlen. So unnötig groß einfach. Aber egal, was soll's. Also ich finde auch wirklich, von Xenoblade zu Xenoblade sind diese Events viel einfacher geworden. Das ist irgendwie echt witzig. Also im ersten Teil wusste ich lange Zeit dann nicht wirklich, wie ich das timen soll, weil es einer Spiel nie gesagt hat. Also das stimmt nicht ganz, es steht im Tutorial drinne, wie man es machen muss, aber das Tutorial wird einem im Spiel nie eingeblendet, das muss man quasi nachlesen in der Tutorial-Rubrik, wie man es wirklich genau drücken muss. Und deswegen habe ich da immer irgendwie gedrückt und der Kreis ist halt auch so klein im ersten Teil und in X war es dann schon viel einfacher und hier finde ich es halt wirklich mega einfach meistens. Da bin ich wieder. Schön euch zu sehen, ich nehme an, die Mission war ein voller Erfolg. Also die Sache ist so, bla bla, der Standardtext wie immer. Was, es war gar nicht ein Monster, sondern gleich 3? Oh, und ich hatte mich schon gewundert, warum die Zeugenberichte nie ganz übereinstimmten. Ein Meister hatte das Monster als wilde Bestie beschrieben, der nächste als furchterregendes Vogelfieh.
Das habe ich jetzt umgetextet, weil ich gerade falsch was vorgelesen habe. Egal. Warum bin ich nicht gleich darauf gekommen, dass es mehrere Monster waren? Naja, jedenfalls, die Hauptsache ist doch, dass es drei Monster, euch nichts anhaben konnten. Respekt. Und dank euch sind nun auch die Schiffe wieder in Sicherheit. Aber mal im Ernst, womöglich die stärksten Meister und Klingen ganz Arrest. Ich habe ja auch die Aegis bei mir. Wenn ich wieder eine so große Auftrag habe, wende ich mich damit definitiv an euch. Also sofern ihr nichts dagegen habt, natürlich. Ach, und bevor ich es vergesse, hier ist die satte Belohnung, die ich euch noch schulde. Ihr habt sie euch echt verdient. Danke. Okay. Das ist vielleicht spannend für Aimer, wer weiß. Okay. Merkuribes Ungeheuer. Sehr schön. Damit ist dieser Part vorbei. Das war jetzt sehr lang, aber egal. Wir haben nicht wirklich viele besondere Monster besiegt, aber egal. Ich hoffe, ihr... Oh, sehr schön. Ihr schaltet im nächsten Part von Xenoblade Chronicles 2 wieder mit ein. Wenn es heißt, nächste Mission machen. Nächste Klingenmission. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.